Yeah, sure. We can take it for Blue Hole. Take it with you. I'll talk to you later about this. Yeah, we'll talk later about that. See ya. Hi Flo. Hi. Wer war das? Die habe ich ja noch nie gesehen. Das ist Sanchoy von Blue Hole. Ah, was macht die denn hier? Wir quatschen gerade ein bisschen über die Sachen, die wir gerade planen, zum Beispiel den neuen Beta-Trailer. Oh, drehen wir den jetzt gerade? Der wird gerade in Production gemacht. Kannst gerne mal vorbeischauen und gucken, wie weit die sind. Oh, sehr gerne. Das war der Stefan, der ist bei uns für Terra zuständig. Und wenn der mir das schon anbietet und wir machen gerade einen Terra-Trailer, ist das eine super Idee für einen neuen Frogcast. Herzlich willkommen und da gehen wir jetzt hin. Micha, wo treibt sich der Dicke wieder rum? Ja, ich komme ja jetzt. Mein Gott. Wieso hat er dich dick genannt? Du bist doch wieder... Nein, nicht mich. Der Popore hier. Ach so. Mein Charakter hier bei Terra im Spiel. Wir müssen mich gerade hier noch ein paar Bosse besiegen und bekämpfen. Ja, ich habe schon gehört, ihr dreht den neuen Terra-Trailer. Für mich sieht das Ganze aber eher so aus, als seid ihr hier das ganze Büro einfach nur am Zocken. Nein, es ist wirklich geplantes Einschlagen auf Gegner. Denn wir machen halt diesen Trailer und wollen ein paar Kampfszenen zeigen. Und die müssen natürlich auch irgendwie erstellt werden. Das heißt, dass Philipp hinten, unser Kameramann und Regisseur und Produzent, uns Anweisungen gibt, wie wir zu stehen haben. Und ja, wir befolgen das Ganze dann und das Ganze wird aufgenommen. Du befolgst es offensichtlich gerade überhaupt nicht. Ja, ich stehe nur in der Gegend rum. Deswegen gehen wir doch mal zum Philipp, wenn der das Ganze plant. Ein Künstler bei der Arbeit, wie ich gehört habe. Hallo Philipp. Hallo. Der Micha meinte gerade, du wärst bei eurem Trailer-Dreh hier sowas wie Kameramann, Regisseur und Produzent auf einmal. Was musst du dann alles machen? Wir sind gerade dabei, das Videomaterial für den Trailer zu schießen. Mhm. Und da haben wir eine spezielle Version und mit der kann ich ins Spiel gehen und die Kamera frei bewegen. Und ich sehe Schwenks schon. Machen, Zooms und das richtige Footage schießen, damit wir schöne Bilder haben fürs Video. Also du hast hier die Möglichkeit, anders als ein Client, mit dem man als Spieler arbeitet, du kannst dich vollkommen frei von deiner Figur bewegen, also auch fliegen und andere Bewegungen machen, sehe ich gerade, wie so ein bisschen früher beim Quake-Spielen, so Schrauben oder was machst du da? Das ist richtig, ich kann mich völlig frei vom Charakter bewegen und damit können wir schön nah an den Boss ran und nah an die Charaktere ran, ohne dass ich den eigenen Charakter im Bild habe. Du siehst, hier ist alles ausgeblendet, das Interface ist komplett weg und dann können wir loslegen und mal was Schickes aufnehmen. Und der Rest des Büros hier, die ganzen Pappnasen, was machen die? Ja, wir haben hier noch Gunnar, Micha und Nadine und die helfen uns hier natürlich eifrig. Du siehst, wir sind hier nicht alleine. Hier sind noch Spieler im Bild, wir haben hier einen Popori. Und das heißt, die anderen drei haben Spaß, während du arbeitest? Oder? Nein, die anderen drei dürfen auch arbeiten. Man denkt, dass sie einfach nur am Zocken sind, aber das ist gar nicht so richtig. Denn eigentlich müssen wir hier kontrolliert und koordiniert arbeiten. Und ich gebe denen auch gerne mal Anweisungen und sage, Micha, beweg mal deinen Hintern. Ja, und dann sage ich noch, hier, Kassa, geh mal weiter nach hinten. Und der Mili, der muss auch ein bisschen weiter weg vom Boss. Ah, ich verstehe schon. Also es gibt dann auch so eine Art Skript oder so. Du hast eine Idee, du weißt, ich möchte jetzt zum Beispiel als nächstes den Nahkämpfer mal haben. Dann gehst du da hin und sagst dem Nahkämpfer, hey, mach jetzt mal, keine Ahnung, die Attacke so und so. Das ist vollkommen richtig. Ah. Wie im Drehbuch auch haben wir ein kleines Skript zusammengeschrieben und haben uns ausgedacht, wie wir zu stehen haben, damit es richtig gut aussieht. Und dann gehen wir ran und machen die richtigen Aufnahmen entsprechend dem Skript. Wie lange seid ihr jetzt schon an der Aufnahme für den Trailer dran? Für einen Trailer wie hier, der geht ungefähr eine Minute, da nehmen wir eine Woche lang auf. Holla! Ja, eine Woche, aber wir machen auch mehrere Szenen, wir machen aber die Szene wiederholt. Aus verschiedenen Perspektiven, auf verschiedenen Charakteren im Fokus. Und manchmal haben die Leute nicht so viel Zeit und dann müssen wir schauen, dass wir das zeitlich hinbekommen und das Team organisieren. Naja klar, ich verstehe schon, bis man dann mal den perfekten Schuss hat, braucht es vielleicht auch mal den einen oder anderen Anlauf, denn zumindest einer in diesem Szenario gehorcht ja nicht unbedingt. Ja, das ist der Micha, der macht das öfters mal so und den muss man mal wieder zusammenscheißen, aber dann funktioniert das auch wieder, wenn man den Leuten sagt, hey, komm mal hin, warum springst du gerade? Ja. Ich sehe schon, das ist eine Menge Arbeit für euch und doch nicht nur zocken, deswegen lasse ich euch da jetzt mal weitermachen. Meine Bitte an dich, erklär mir doch kurz, wo geht das Material dann hin? Wenn wir genügend Material geschossen haben, geht es hoch in den Videoschnitt. Und dort haben wir den Olli, den Anu und den Valentin. Und die nehmen das Material und schneiden es zusammen. Na, dann weiß ich, wo ich jetzt hingehe. Zu Olli, Anu oder Valentin.
Hi. Hey. Ah, da ist mein Mann. Das sieht doch auch nach Terra aus. Hi, Olli. Hi, Flo. Was geht? Ich mache gerade einen Frogcast für unsere Spieler und wir machen ein Making-of des Terra-Trailers und die Production-Crew hat alles aufgenommen und gesagt, danach landet das Material bei dir. Ja, da bist du bei mir auch völlig richtig. Ja, ja, die liefern mir Material aus dem Spiel an, das, was die aufgenommen haben. Ich denke, du warst gerade unten und hast dir das mal erklären lassen. Ja, dann, wenn du eine Vorstellung davon bekommst, das sind ungefähr so 700 GB Material, was ich jetzt bekommen habe. Das entspricht so 4-5 Stunden Spielzeit. Das muss ich natürlich irgendjemand anschauen. Das bin ich in dem Fall. Und das ist jetzt wirklich das, was die aufgenommen haben und nicht irgendwas gerendertes? Genau, das habe ich von unten bekommen. Da waren sie in der Zone und haben gegen den Drachen gekämpft. Und ich schaue jetzt einfach, dass ich schöne Szenen finde, die in unseren Trailer passen. Und dann steckst du die einfach hintereinander und daraus wird so sieht das aus. Also, genau, ich schaue mir das an, gehe das einmal komplett durch und nehme die ganzen Sahnehäubchen raus, packe die aneinander und später sortiere ich das, dass das auch für den Trailer eine gewisse Logik ergibt und ein gewisser Handlungsstrang sehbar ist für den Zuschauer. Kannst du ja mal ein bisschen was zeigen aus den Szenen, die wir jetzt hier haben? Ja, gerne. Also ich bin jetzt hier gerade zum Beispiel an der Szene mit dem Drachen dran. Und ich kann da einfach was durchlaufen lassen. Das sind jetzt wahllos Szenen aneinander geschnippelt, von denen ich überlege, die sehen gut aus, die kann man später für den Trailer benutzen. Und du siehst, das wirkt momentan noch alles sehr durcheinander. Das ruckelt auch ein bisschen, weil die Maschine natürlich ordentlich rechnen muss. Ja, und später überlege ich dann einfach, wie kann man das sinnvoll aneinander packen und das Ganze schön spannend machen, dass das auch gut rüberkommt. Und da kommen dann noch Effekte in die Übergänge und natürlich, irgendwas? Natürlich, da kommen jede Menge Effekte rauf und da gehört noch viel mehr dazu als nur das Trailermaterial und die Effekte. Dann brauchst du natürlich die üblichen Entwicklerblenden und sei es jetzt ein einfacher Überblendeffekt oder so. Das will ja alles irgendwie eingepackt werden. Musik und Soundeffekte, also das ist tatsächlich, das ist ein sehr, 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 sehr weites Thema, muss man sagen. Die haben gesagt, für die 1 Minute 30 oder wie viel das werden soll, haben die jetzt fast eine Woche lang aufgenommen. Wie lange schneidest du jetzt noch? Also machen wir mal von Anfang, von Sichtung bis wirklich du sagst, okay, jetzt können wir es zur Abnahme geben? Das bewegt sich in einem ähnlichen Rahmen, also ohne die Planung vorweg. Also vom reinen Schnitt sitze ich wahrscheinlich auch eine Woche, denke ich, ungefähr. Und wenn du es fertig hast und meinst, du bist safe damit, dann passiert was? Dann rendere ich das Ganze raus in einem Format, was human für Festplatten ist. Mhm. Also keine 700 GB, sondern 100 MB oder so. Das wird dann gesichtet von unserem Auftraggeber. Das ist dementsprechend jemand unten, der halt für Terra verantwortlich ist. Und mit dem schauen wir uns das dann an. Und der gibt dann sein Feedback und sagt, ey, das ist total cool. Oder eben, das ist leider total daneben, da müssen wir nochmal ran. Aber in den meisten Fällen setzen wir uns schon im Vorhinein mit den Leuten zusammen und wissen, was gewollt ist. Und danach, wenn das dann abgenommen ist, landet es bei mir auf dem Tisch und ich darf es auf YouTube hochladen, damit ihr es sehen könnt. Und wie der fertige Terra-Trailer aussieht, seht ihr jetzt.